Hey Leute, voll cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zum 16. Türchen des Lego Star Wars Adventskalenders. Hier seht ihr nochmal kurz, was wir schon alles aus dem Kalender rausbekommen haben. Und jetzt werfen wir mal einen Blick hinter Türchen Nummer 16. Aber bevor wir da reinschauen, gehen noch wunderschöne Grüße an W4L1, an Schuster Andrea, an Colin Kaltenbach, an Sebastian Freund, an René02 und an Roberto Kirmes. Also an euch alle ganz, ganz liebe Grüße von mir. Okay, und jetzt schauen wir dann mal hinter Türchen Nummer 16. Mal schauen, was uns hier drin erwartet. Und ihr seht schon, heute haben wir wieder eine Minifigur, bestehend aus drei Teilen. Und zwar haben wir heute einen Protokolldruiden, und zwar ein TC-14. Im Film ist der ja mehr so silberglänzend, hier ist er silbermatt, gefällt mir aber richtig gut und sieht auf jeden Fall ja, weihnachtlicher aus als ein C-3PO zum Beispiel. Wobei, so ein C-3PO sieht eigentlich auch ziemlich weihnachtlich aus. Aber mir gefällt es trotzdem besser, dass ein TC-14 im Kalender war, weil so ein C-3PO, da hat man ja schon einige in anderen Sets gehabt. Und so ein TC-14, den habe ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe mal hier kurz den C-3PO daneben gestellt, damit wir so ein bisschen vergleichen können, weil ihr seht schon, die sehen eigentlich komplett identisch aus. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist hier am Bauch, also die Kabel, die sind bei beiden verschieden. Das wird man dann hier auf dem Rücken auch nochmal sehen. Das ist eigentlich so der einzigste Unterschied zwischen den beiden Protokolldroiden. Hier vorne sieht man halt noch bei C3PO verschiedene hier an den Schienbeinen, dass da verschiedenfarbig bedruckt ist, aber ansonsten sind die komplett identisch. Wobei, was mir gerade noch aufgefallen ist, die gucken so ein bisschen unterschiedlich. Also der C3PO, der guckt eher gerade oder mehr nach links und der TC14, der guckt eher nach rechts. Okay, das war's dann auch schon wieder mit Türchen Nummer 16 und ich muss sagen, der TC14 oder sag mal ich die TC14, weil eigentlich ist es ja ein Protokolldruide mit weiblicher Programmierung, aber keine Ahnung, ist wahrscheinlich beides richtig. Auf jeden Fall, die Figur gefällt mir richtig gut und ihr seht schon, die Platte, die füllt sich immer weiter und ich bin schon gespannt, was uns morgen hinter Türchen Nummer 17 erwartet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis morgen dann. Ciao, ciao.